Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio Let's Learn Tutorial Guide, wie wir es auch immer genannt haben. Ich weiß es nicht. Und der Zaun ist wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Morgen, und, Abend, was auch immer. Ja. Tag kommt, glaube ich, immer hin. Weil ein Tag ist es trotzdem, auch wenn es Nacht ist. Das war jetzt sehr philosophisch. Das ist mir zu Meta. Ja, was habe ich da gerade gesagt? Ich weiß nicht, das wäre auch, glaube ich, egal. So. Ich habe gerade gesehen, dass wir nicht das ganze Feld nehmen, wenn wir da keinen Miner hinstellen. Und ja, wir haben zwei Sachen, die wir, also wovon wir vielleicht eine schaffen, diese Folge. Und die andere zumindest anfangen, denke ich. Und das ist der Punkt, dass wir Sachen hier durch die Gegend pumpen wollen. Genau, hier Sachen verpumpen wollen. Durch die Gegend von A nach B nach C. Und deswegen verändern wir jetzt hier erstmal das Routing der Rohre. Dass wir das so haben. Und ich habe natürlich keine Elektromotoren. Hast du welche? Wie es der Zufall so will, ja. Ich wirklich nicht. Da. Cool, ich habe Elektromotoren. Und keinen Stahl. Ah! Nee, da habe ich auch nur noch 10 Stück von. Das ist auch nicht so perfekte hilfreich. Perfekte Vorbereitung. Perfekte Vorbereitung. Wir sind wieder mal richtige Profis hier, ey. Unglaublich. Dann kommt so ein bisschen Stahl. Dann nehme ich mir hier mal so ein bisschen Stahl. Aber dafür brauchen wir einfach nur 2 Pumpen jetzt. Okay, ja, gut. Ich habe schon 6. Ach, du hast Pumpen? Ja. Ach so. Ah, ja, dann, dann sag das doch. Nee, gut. Du siehst diese 2 Rohre, die hier gerade nach oben gehen. Da setzt du eine Pumpe jeweils hin, die nach oben pumpt. Ja, wenn ich da irgendwie hinkomme, dann das geht. Und, du meinst da so? Und da so? Genau. So, jetzt sind da 2 Pumpen. Das ist richtig, ne? Ja. Vollkommen richtig. Wir haben nur im Moment ist alles Öl voll. Das ist unglaublich. Wir haben volles Petrol. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas muss kaputt sein. Ja, das kann eigentlich gar nicht sein. So, was wir jetzt halt machen, ist diese Pumpen mit dem Circuit-Netz verbinden. Siehst jetzt hier diese schönen Kabel, die da rumhängen? Ja. Die das ist grünen. Im Endeffekt ganz einfach. Man nimmt das Kabel in die Hand, klickt auf irgendwie eine Entität, sowas wie eine Pumpe oder es gehen auch Kisten, Inserter und halt auch Tanks. Man kann die auch direkt miteinander verbinden, ich mache das aber immer über die Strommasten. Darüber kann man dann auch über lange Distanzen sowas legen. Wo finde ich denn die Kabel? Die Kabel sind im ersten Tab ganz unten. Rotes und grünes Signal. Ach die, ja, okay. Wenn du jetzt einen Mouse-Over über diesen Strommasten machst, dann siehst du, da unten steht Signale, rechts 2500 hier Liquid-Dingsbums. Ja? Und damit sehen wir jetzt, dieses Signal zeigt jetzt quasi den beiden Pumpen, was hier in dem Tank drin ist. Und darauf reagieren die jetzt. Man kann nämlich dann, wenn man hier einen Linksklick darauf macht, kann man eine Bedingung setzen unten. Auf eine der Pumpen. So, und die eine stellen wir ein, wenn wir unter 2000 Schmiermittel haben, dann soll die angehen. Und die andere, wenn wir über 2000 haben. Ganz einfach. Stellen wir hier die rechte ein. Ja. Die ist, wenn über 2000 festlegen. Ist die so. Kleiner 2000. Genau. Burp. Ganz genau. Jetzt haben wir diese beiden Dinger gesetzt und damit wird jetzt automatisch, sobald nicht mehr volles Schmiermittel da ist, das Schweröl immer komplett umgeleitet in diese Chemiefabrik, dass hier Schmiermittel produziert wird. Und sobald genügend wieder da ist, also es ist ein bisschen weniger als in den Tank reinpasst, wird das Schmiermittel, also das Schweröl wieder zu Leichtöl verarbeitet. Mhm. So gehen wir sicher, dass zum einen immer das Schweröl richtig verarbeitet wird und zum anderen wir immer Schmiermittel haben. Mhm. Sehr praktisch. Man kann auch viel mehr mit dem Circuit-Netzwerk machen. Man kann damit auch rechnen und komplexere Bedingungen setzen, aber fürs Erste ist das, glaube ich, so das Einfachste, was man machen kann. Und das ist auch eine der Sachen, die wirklich nützlich sind, muss ich sagen. Ja, weil Öl ist ja halt nun mal eine mehr oder weniger endliche Ressource.
Ja, eben genau nicht. Es ist ja eben genau die einzige Ressource, die unendlich ist. Ja, ja, okay. Halt sehr langsam, klar. Ne? Ja, die Ölfelder als solche gehen nicht weg, aber irgendwann sind sie halt mehr oder weniger nutzlos. Du kannst mal eine Forschung anschmeißen. Und zwar alles, was in Richtung Roboter geht, so Logistikroboter oder sowas. Das ist dann, glaube ich, die nächste ist Luftfahrt, hat man ja gesagt, ne? Tausch derweil hier einfach mal Furnaces aus. Wir hätten schon Kampfroboter. Nee, wir brauchen Logistikroboter. Genau. Begleiter? Nee, die sind da auch nicht drunter. Die sind, glaube ich, noch rot. Schauen wir doch einfach mal. Robot. Logistikrobot. Genau, ja, der braucht Luftfahrt. Du hast recht. Ich hab's vorhin auch nachgeguckt. So viel dazu. Du Schuft. Ja, schlimm, ne? Ja, das machen wir jetzt dann quasi durch und danach, also wenn wir Luftfahrt, glaube ich, erforscht haben, das müsste uns bringen, dass wir neue neues Rezept bekommen, richtig? Bauroboter und Logistikroboter schaltet das frei. Genau. Genau. So, können wir denn eigentlich schon dieses... Ja, wir können das Flugrobotergestell schon bauen. Siehst du das da in den Zwischenprodukten? Ganz unten rechts ist das Flugrobotergestell. Das brauchen wir für alle Roboter. Und das bauen wir jetzt diese Episode noch, würde ich sagen. Also ich meine, oben die Circuit Logic, das ist ja jetzt, das war ja kein Hexenwerk, ne? Nö. War ja easy peasy. So. Elektromotoren und Batterien. Genau. Das würde ich sagen, bauen wir ganz unten an dem Bus noch ran. Es wird noch ein bisschen Klabuster, Klabuster. Und da kannst du gerne schon mal mit anfangen. Ja. Kannst du ja mal machen, ne? Dann marschieren wir doch mal da runter. Wo haben wir denn hier noch ein Plätzchen? Da ist bestimmt noch irgendwo Platz. Ey, Öfen habe ich jetzt noch. Wo produzieren wir denn das Gedönsel dafür? Da ist die Chemiefabrik. Hier sind Motoren, da sind Batterien. Ja, einfach ganz unten dran klatschen, würde ich sagen. Die Batterien, ach, die gehen schon hier rüber und verteilen sich auch überall hin. Ist ja toll. Genau, die Bakterien haben wir auch schon rüber Batterien haben wir auch schon rüber geschoben. Die werden ja hinten mit den Red Circuits zu einem Belt vereint, der dann zurückgeht. Ne? Ja. Wobei, was ich jetzt eigentlich erst noch bauen möchte. Ja. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Ja, dafür müssen wir aber tatsächlich erst die Munition auch bauen. Ja, aber richtig. Da kannst du dich ja gerne mit befassen eigentlich. Leichtöl, Schweröl und Eisenplatten wird hergestellt in Chemiefabrik. Chemiefabriken, gut. Wir haben sogar eine Fabrik, die Chemiefabriken produziert. Ja, da haben wir uns extra ausreichend zu auseinandergesetzt, dass das geht. Ach, ich habe sogar noch welche im Inventar, warum auch immer. Sowas haben wir auch. Leichtöl, so. Schweröl, Eisen. Da wir hier unten kein Öl haben, macht das ja eigentlich Sinn, irgendwie so ein, zwei Stück davon irgendwo da oben beim Öl zu bauen. Ja. Also da machst du auf jeden Fall den Treibstoff und das Eisen kannst du dir ja da auch hochziehen, ne? Eben. Weil ich würde dann nämlich hier unten mal mit den Robotergestellen anfangen. Und das ist jetzt das Schöne, also jetzt merkt man halt den Punkt, dass man in Factorio wunderbar Arbeitsteilung machen kann. Das ist echt eine Sache, das muss man halt erstmal feststellen in dem Moment, dass das geht. Und das hat halt einfach diesen riesigen Vorteil für später, wenn man im Multiplayer ist, macht das einfach nur das Ganze wesentlich leichter. So, wir haben hier, also die brauchen vier verschiedene Sachen, die Flugrobotergestelle. Wenn ich das richtig sehe, kommt der Flammenwerfer Brennstoff ja da auch als fertiges Ölkanister, was auch immer, Ding raus. Genau, den kannst du dann unten im Inventar benutzen. Also wie Munition halt, ganz normal.
Ganz normal, ganz einfach. So. Na, so. So und so. Na, hoch. Haben wir hier den Output dazu. Sprechenden. Und habe keine blauen Inserter mehr, sehe ich gerade. Würde ich mal holen gehen. Haben wir die denn da? Haben wir die hergestellt? So. Ja, was machen wir jetzt? Du bist oben im Treibstoff am Klabustern und im Endeffekt kannst du da auch mit Pumpen und Circuit Logic theoretisch arbeiten, wenn du das möchtest. Kann man machen? Ja. Dass man das halt priorisiert, so dass der Treibstoff dann halt auch nochmal eine gewisse Priorität hat. Das können wir aber auch gerne zusammen machen. Das natürlich nicht. So, was brauchen wir denn hier? Weil wir da halt ja eigentlich ja auch nicht Massen von herstellen müssen. Ja, das kann man ja dann cappen in der Truhe, ne? Dass das nicht so extrem viel wird alles. So. Leichtes, schweres. Das sind dann die Elektromotoren. Dann braucht das Ding noch Stahlträger in kleinem Stil. Dann hier Stahl. Dann werden das. Oder? Hat das überhaupt Sinn? Vorne kommen die Circuits hin. Ja. Aha. Wie glatt den Stahl hier außen langleiten, wenn ich mir das so richtig angucke, dass das Stahl wird und dass hier dann Batterien sind. Ich glaube, das ist am besten. Zack. So, und hier müsste hinkommen. Jawohl, das sieht gut aus. Dann haben wir die Batterien. Die möchten wir hier runter haben. Ja. Haben Sie ein Problem, der Herr? Nö. Man muss nur ein bisschen planen bei sowas. Aber das ist sowieso der Punkt. Das ist mir jetzt persönlich auch aufgefallen. Es ist, wenn man vor neue Herausforderungen gestellt wird, was ich ja jetzt gerne mit Mods oder sowas mache, dann kommt man mit sehr interessanten Designs teilweise daher, die viel cooler sind als Standard, was man so immer baut. Ja, weil gewisse Designs baut man halt wirklich immer. Die sehen immer gleich aus. Und, ja, als interessant lässt sich das wirklich bezeichnen, was ich hier gebastelt habe mit den Rohren. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Ja, also ich meine, das muss ja nichts Bescheuertes sein, sondern solange es funktioniert, ist doch okay. Und wir haben Luftfahrt fertiggestellt. Könnten wir theoretisch jetzt in die Forschung, in die große Forschung der Roboter einsteigen? Was nehmen wir als erstes? Konstruktion oder Logistik? Ich würde sagen Logistik, weil den Baurobotern kann man durchaus nochmal eine eigene Folge widmen. Die sind ja auch noch so dezent komplex in der Handhabung. Eigentlich nicht. Eigentlich sind die total einfach in der Handhabung. Aber das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Ne? Also ich würde sagen, dann machen wir erst Logistikroboter. Ja, Logistikroboter sind cool. So. Logistikroboter sind einfach cool. Weil sie einen mit Material ausstatten können und all solche Scherze. Es macht mega Spaß mit Logistikrobotern. Und der Moment, wo man Roboter im Spiel erreicht, der verändert das gesamte Spiel. Das steht fest. In dem Moment spielt sich das Spiel komplett anders. Ja, weil man dann nicht mehr so viel selber machen muss. Ja, man wird faul. Das ist eine Tatsache, es ist einfach so. Ja.
So, und dementsprechend bauen wir hier unten noch eine Produktionsstätte. Machen wir mal hier 2 Stück für Logistik und 2 Stück für Bauroboter. So, damit haben wir das. Und was brauchen diese Roboterchen denn noch? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Die brauchen eigentlich nur Schaltkreise. Die Bauroboter brauchen auch nur die Schaltkreise. Genau, so war das. Das heißt, wir haben hier Schaltkreise. Und hier Schaltkreise. Für viel mehr braucht man die diese Robotergestelle auch nicht. Das heißt, es macht Sinn, diese Fabrikation direkt nebeneinander zu bauen. Ne? Weil mehr machst du damit einfach nicht, als Roboter zu bauen. Hm. Ja, das ist nun mal einfach eine Tatsache. Dann machen wir hier Logistik und hier Bauroboter. Das bedeutet, wir haben hier die Green Circuits. So, jetzt hätte ich gerne Strom irgendwo her. So, und wir haben hier irgendwo Red Circuits, die sind hier auf der Lane. Dass wir das fertig bekommen. Ja. Sieht gut aus. Wunderbar. Ich denke also bin ich. Mhm. Das sieht gut aus. Ja. Ja, so, was braucht denn ein Flammenwerfer? Stahlträger und Eisenzahnräder habe ich. Okay. Geht das alles hier so rein? Und zwar in so hübsche Kisten. Kann man mittlerweile eigentlich Kisten filtern? Ich weiß es gar nicht. Mit was schaltet man nochmal die Waffen durch? Mit Q. Q. Okay. Mhm. Okay, das würde bedeuten, dass da die Logistikroboter kommen und dass wir dann hier halt noch 2 Kisten daneben stellen. Wo die Bauroboter reinkommen. So, und die begrenzen wir alle mal auf einen Stack. Sieht sehr lustig aus, was ich hier gebaut habe. Ja, kreativ. Ja, einfach mal was anderes gebaut. Einfach mal, dass es mal nicht Mainstream ist, sondern mal etwas dezenter anders aussieht. Oh, das hat gerade, ja, das verursacht ziemlich einen Lack. Mhm, ich merk's. Wir müssen damit auch aufpassen, weil das produziert nämlich auch ganz, ganz viel Pollution und lockt Beißer an. Ja. Vor allen Dingen, wenn du damit Wälder abfackelst. Was eigentlich der Plan war. Kannst ja gerne mal versuchen, da hinten, hier so links den Wald mal anfackeln. Ich auch direkt versuchen, ob man damit Fließbänder abbrennt. Ja, tut man. Alles, was ich hier gebaut habe, reißt er jetzt einfach ab, ey. Voll die Frechheit hier, ey. Hui. Vor allen Dingen hast du jetzt ein Untergrundfließband abgerissen. Ah. Juhu. Das macht mich doch jetzt schon wieder wahnsinnig. Oh, das breitet sich sogar aus hier. Ja, das wird jetzt immer schlimmer. Oh oh.
Begrenzen wir das mal ein wenig. So, damit die Anzahl an Fließbändern wieder stimmt, haben wir es gemacht. Ja. So, da sind gerade noch welche abgebrannt. Ich würde jetzt pauschal einfach mal Folgendes sagen. Wir sind nämlich eigentlich ganz gut in der Zeit, tatsächlich. Und da wir sonst immer überziehen, würde ich jetzt sagen, dass wir uns für diese Folge auch verabschieden. Ausnahmsweise mal eine kurze machen. Ja, klingt ja, nach einer guten Idee. Einfach mal eine kurze, kurze knackige Folge. Was haben wir gemacht? Ganz easy. Und wir haben euch jetzt quasi auch dazu gezwungen, einfach mal beide zu gucken. Weil ihr auf der einen Seite seht, wie Flammenwerfer-Treibstoff hergestellt wird, nämlich beim Zaunfall. Und auf der anderen Seite seht, wie wir unten dieses Zeug herstellen. Wie heißt das noch? Logistikroboter. Flugrobotergestelle. Und alles vorbereitet haben. Genau, so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare unten drunter. Wir sind da auch aktiv. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.